Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jimmys Show. Heute begrüße ich meine zwei Mitspieler, die sich kurz selbst vorstellen dürfen. Hallo, ich bin Julius. Ich ziehe Tobias Schwede nicht nur im UNO-Spiel ab, sondern auch heute hier am Tisch und ich werde jemanden vernichten. Okay. Hi, ich bin Tobi und ich bin heute hier für den W. Das ist ein Win und den werde ich noch ab. Nette Vorstellung. Und ihr habt heute auch schon gesehen, dass ich heute einen Quasi-Gast dabei habe. Ich nenne ihn meinen Praktikanten. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor. Ich bin Leo. Mir hat es hier so gut gefallen, dass ich heute gleich nochmal da bin. Ja, Leo ist heute hier, damit er mir heute mal ein bisschen unter die Arme greift. Ich habe wieder schöne Spiele für meine Gäste vorbereitet. Sollte ein Spieler zwei Siege hintereinander für sich einfahren, so hat er das Duell gewonnen. Bei Unentschieden gibt es ein Stechspiel. Legen wir los. It's Showtime. Spiel 1. Das Spiel heißt Wattebäuchchen transportieren. Die Regeln: Ihr habt jeweils 10 Wattebäuche. Diese müssen einzeln per Ansaugen von einer Seite auf die andere Seite transportiert werden, ohne die Hände zu benutzen. Unterwegs verlorene Wattebäuche kommen wieder auf die Startposition. Nicht vergessen, auf den Buzzer hauen, wenn ihr fertig seid. Verstanden? Ja, soweit schon. Dann alles verstanden. Kannst du losgehen. Wer gibt das Go? Du oder? Wenn ihr bereit seid. Seid ihr bereit? Ach so, der legt sich die erstmal hin und so. Hä, warum klaust du Taktik? Okay. Warte, die müssen alle hier hin, oder? Oder einfach hier rauf? Auf die andere Seite müssen. Auf die andere Seite? Genau. Ja, Junge. Okay. Wie gesagt, Hände dürfen nicht benutzt werden. Ja, komm. Und. Go. Scheiße. Oh. Schmeckt, Tobi? Da liegt noch einer am Boden, ne? Ja, was versuchst du? Was Jimmy. Versuchst du ins Gewinn heute oder was? Das hast du voll erlitten, deswegen. Bei mir ist es ein bisschen schwerer. Hat Jimmy schlecht erklärt. Du sollst nicht essen, du sollst nur rüber tun. Ja, Spiel 1 geht an Düker. Super gemacht. Ja, Dankeschön. Ich würde sagen, 1-0 für Düker. 1-0, ne? Praktikant, ich brauche ein bisschen Hilfe. Ich kümmere mich drum. Na komm, Chef. Jimmy sagt ja, ne? Ach, du wolltest, dass ich aufräume? Ah, ja. Ich wollte schon wieder aufbauen. Aber Jimmy, ich muss sagen, du hast besonders schöne Gläser. Gibt es die hier im Shop oder wo hast du die her? Natürlich. Die gibt es unten im SCP-07 Shop. Perfekt für Weihnachten oder für Nikolaus heute. Überlegt euch. Kommt vorbei. Seid ihr bereit für Spiel Nummer 2? Ja. Spiel Nummer 2 heißt Schokolinsen sortieren. Die Regeln: Ihr müsst die Schokolinsen nach Farben in die von euch stehenden Gläser sortieren. Diese schicken Gläser mit SP07 gibt es, wie gesagt, übrigens im Shop. Nicht vergessen, vorbeikommen. Der Schnellere hat dieses Spiel gewonnen. Nicht vergessen, auf den Buzzer hauen, wenn ihr fertig seid. Ja. Sie muss auch noch dazu, Tobi. Teil ein bisschen. Leo, ich bin, du machst das. Das war super. Okay, danke. Machst das super. Ihr gebt mir ein Zeichen, wenn ihr bereit seid. Okay. Tobi, nein, warte. Okay. Ich rede zu. Ich bin bereit. Düker bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Zwei Rot schon drin. Oh nein! Ist so schief, oder? Ich glaube, das kann sich Jule nicht mehr nehmen lassen. Nee. Einseitiger Wettkampf heute. Sieht so aus. Na! Ah. Ich hab einen Grün hier drinne. Komm, komm! Ja, Mann! Wichtig! Wichtig! Das war eine eindeutige Geschichte. Ja, Spiel Nummer 2 geht an Düker. Somit haben wir heute einen Gewinner und einen Verlierer. Wer hat verloren? Kannst du ja vielleicht nochmal sagen, wer verloren hat. Ich hab schon gesagt, wenn ich das nicht will. Ich freue mich einfach nur, dass Tobi heute schlagen konnte. Er hat oft eine große Klappe. Und ja, heute konnte ich ihm mal die Klappe schopfen. Ne? Das ist neu, dass man eine Rede halten muss, wenn man gewinnt. Finde ich auch unfair, aber vieles kommt. Du kannst ja auch noch was sagen. Ja, ich habe heute nicht den besten Sahnetag erwischt, aber ich hoffe auf eine zweite Chance. Und ich weiß nicht, wir haben ja noch ein drittes Spiel. Vielleicht zählt das doch noch. Nein, leider nicht. Leider nicht. Dann akzeptiere ich das. Ja, Leute, wie immer gibt es für den Verlierer eine Bestrafung. Und da ja heute der 6. Dezember ist, möchten wir gerne vom Verlierer ein Lied oder ein Gedicht passend zum Nikolaus hören.
fällt dir irgendein Lied oder Gedicht ein? Oder brauchst du vielleicht noch zwei Texte dabei? Ich würde mir die gerne mal angucken. Ja? Genau, mich inspirieren lassen. Leopold. Hier ein, wenn du Beatbox brauchst, hier ein Lied. Wenn du Beatbox brauchst, kann ich empfehlen. Jimmy sehr gut an beim Beatboxen. Das kommt mir bekannter vor, deswegen. Das hier? Ja. Lass uns froh und munter sein. Okay, ja, das Tobi, ich würde das sogar anbieten. Ja. Weil du eigentlich wirklich nicht so schlecht gespielt hast, dass ich dir sogar helfe. Ja. Colt würde dir auch mit unter die Arme greifen, das heißt, wir würden das dann zu dritt singen. Okay. Du bist auch das, oder das nicht? Das ist nicht Team. Nee, nein, das ist ein Team, oder nicht? Super. Wenn Jimmy müsste dazu dann noch Beatboxen. Ja, Jimmy, und dann geht es richtig los, oder nicht? Das ist, ich weiß nicht, warum ich immer eingeladen werde, wenn was zum Singen ist. Heute war ich eigentlich nur außenstehender, aber ist okay. Könnt ihr einmal kurz so diesen. Ja, Jimmy, aber schön. Jimmy, den Takt vorgehen. Lass. Wie viel singen wir bis hier, oder? Ja, das reicht. Reicht, eine Strophe reicht, oder? Eine Strophe reicht. Ja, eine Strophe reicht. Okay, danke, Jimmy. Bis wohin jetzt? Bis Tralalala? Ja, genau. Tralalala. Okay. Fangen wir an oder du? Ich würde sagen, ihr fangt an. Okay. Tobi fängt an. Alleine als erstes. Ja, als erstes heute vielleicht alleine. Okay. Lasst uns froh und munter sein und uns recht vom Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Dann. Du kannst auch noch weiter singen, wenn du willst. Ja, das reicht, das reicht. Super. Ja, sehr schön. Hab ich gefreut, bei euch zu spielen. Dankeschön. Dankeschön. Schönes Glückwunsch. Glückwunsch. Schön, dass ich da war. Schön, dass ich da war. Danke, Leopold. Beim nächsten Mal. Ja, Leute, das war wieder eine neue Ausgabe von Jimmy's Show. Auch die letzte. Ich werde abtreten. Nicht traurig sein. Ihr werdet mich vielleicht demnächst bei Wer wird Millionär sehen oder so. Aber ich habe dafür einen geilen Nachfolger. Der steht hier neben mir. Das ist der Leopold Singerle, der wird das Zepter in die Hand nehmen und ich bin mir sicher, dass er auch gute Shows machen wird. Bis dann.